heute nach langer Zeit mal wieder ein Video vom Abarth. Wie ihr seht hinten, oder nicht seht, habe ich meine Sommerreifen dabei. Die geilen Pirellis. Die ich eigentlich letztes Jahr nur 500 Kilometer oder 300 Kilometer gefahren bin, weil dann sofort der Winter angefangen hat. Das heißt, heute muss ich die Reifen wechseln. Eigentlich wollte ich Felgen schon kaufen, aber die ich haben wollte, oder die ich plane zu holen, was the hell is this? Also die ich plane zu holen, haben eine Lieferfrist von 3 bis 4 Wochen. Und eigentlich wollte ich die ja jetzt mit dabei haben, weil wir am 12. nach Monaco fahren, zur Top-Marquee. 5 Tage in Monaco, Cannes, Nizza oder Nice oder wie auch immer ihr es sagen wollt. Und die wären nicht vorherzeitig da gewesen. Ich kann aber nicht mit Winterreifen fahren, weil es da knapp 20 Grad warm ist. Und Winterreifen normalerweise über 8 bis 10 Grad härter werden und dann nicht mehr so gut den Fahrbahnkontakt haben. Deswegen switche ich halt die Reifen von den Felgen jetzt wieder auf dieselben Felgen, die ich habe, und muss halt gucken, was ich jetzt bestelle, wie lange es dauern wird. Also, Felgenwahl habe ich eigentlich schon getroffen, aber irgendwie, ich weiß noch nicht die Farbe. Ja? Denn ich weiß noch nicht genau, wie ich das Auto folieren lassen möchte. Ja? Und wenn du dann jetzt irgendwie farbige Felgen holst oder eine bestimmte Farbe von den Felgen hast, dann passt vielleicht die Farbe nicht, die ich für den Lack haben möchte. Also für die Folierung. Ja, das ist alles so ein Ding im Moment. So, we just changing tires. Ja, und wie gesagt, Monaco. Ich freue mich ends drauf. Ja, zum ersten Mal, dass ich nach Monaco fahre. Ich glaube, ich nur die Heizung anmachen hier, weil es beschlägt dann alles. Zum ersten Mal fahre ich nach Monaco und wird interessant. Ich war noch nie in Südfrankreich gewesen auch. Also die ganze Strecke. Bin jetzt auch noch auf dem Weg danach, nachdem ich die Räder getauscht hatte und die Reifen gewechselt habe, noch so einen Tollgate-Pass für Frankreich zu holen, damit ich nicht immer anstehen muss und mit Geld zahlen muss, sondern einfach nur Karte rein und raus und fertig. So eine voraufgeladene Prepaid-Karte für die Tollgates, also für die Maut. Finde ich voll stressig. Also ich habe ausgerechnet online geguckt, sind wohl knapp 57 Euro nur für diese scheiß Autobahn. Ich verstehe nicht, wie können die Franzosen oder die Italiener sowas sich finanzieren? Die müssen ja nur über die kleinen Straßen fahren, glaube ich. Ja, unglaublich. Da finde ich diese 40 Franken fürs die Plakette in der Schweiz angemessen auch. Ne? Deutschland ist komplett umsonst, im Moment noch. Ja, aber 40 Franken, dann zahle ich über 40 Franken und kann ich die ganze Autobahn benutzen. Anstatt jedes Mal so scheiß Autobahn tappen. Das ist ja sowas so ein grenzlicher Lack. Krieg ich einen Hals. Aber gut. Nach dem Tunnel bzw. beim Reifenwechsel geht's weiter. Bis dann. So, also Reifen getauscht. Felgen habe ich nicht bestellt, weil ich habe mir noch ein paar mehr Kataloge geholt. Und ich muss echt schauen. Es ist echt schwer, Felgen zu finden, im Hinblick darauf, dass ich noch nicht weiß, welche Farbe das Auto foliert wird. Ja, also ich habe mir ein paar rausgeguckt. Also ich tendiere wirklich zu OZ oder Sparco. Habe mir halt ein paar Sparcos angeguckt. Sparco Felgen. Und da gibt es welche in matt Bronze, ja, oder in schwarz. Und ich weiß nicht, welche ich nehmen soll. Ja, schwarz wird auf jeden Fall immer passen. Würde jetzt auf dem Auto nicht so geil aussehen, weil das Auto halt grau ist. Grau und schwarz, da ist kein Kontrast. Die Bronzefarben, die würden, denke ich mal, passen. Eigentlich wollte ich oder möchte ich goldene Felgen. Ja, weil Gold würde zu der Farbe passen. Aber dann wohl wieder nicht zu der Farbe, die ich danach haben möchte. Ja, also ich überlege, entweder das Auto gelb zu folieren oder gold brushed, also metal brushed sowas, oder frozen gold mit so einer Struktur halt, und dann würden schwarze Felgen passen. Aber wenn ich jetzt goldene Felgen nehme, dann würde keine Goldfolierung mehr passen, das heißt, und auch keine gelbe Folierung mehr, das heißt, ich müsste was anderes nehmen oder halt komplett anders, und ich habe dann Design. Ja, da bin ich gerade am Überlegen. Da habe ich jetzt
Polierungsbetrieb, nennen wir es mal so, kontaktiert. Wenn das klappt, stelle ich den natürlich vor und mache dann auch ein Video drüber. Da habe ich heute angerufen und jetzt müssen wir halt mal schauen. Weil wie gesagt, wir fahren ja nach Monaco und ich habe jetzt keine Zeit, das Auto zu folieren oder die Felgen zu bestellen. Beziehungsweise ich weiß halt nicht, ich muss halt wirklich sehen, wie es aussehen wird. Ich denke mal, ich werde erst mit den Leuten vom Folierzentrum da ein Design ausarbeiten, gucken, ob mir das gefällt und dann bestelle ich die Felgen zum Außendesign. Ich denke mal, es wird wohl eher schwarz werden, weil es ist einfach zu kombinieren. Silber passt immer, aber irgendwie, ja, keine Ahnung. Oder lasse ich die Felgen drauf und nehme dann die schwarzen für den Winter? Ich weiß echt nicht. Gebt mir mal ein paar Tipps. Was stellt ihr euch vor? Was wäre gut? Welche Farbe würde zum Abarth passen? Im Hinblick auf Cabrio, weil das verdeckt bleibt natürlich schwarz. Und welche Felgen würden passen? Ja, also Felgen habe ich echt schon angeguckt. Boah, die, ich muss sie euch mal vorstellen. Also ich werde mal jetzt was einblenden hier im Video, welche Felgen ich geil finde und wo ich denke, dass mir die auf jeden Fall gefallen. Und dann sagt mir, was ihr darüber denkt. Und eventuell, wenn einer von euch wirklich gut ist in Photoshop, also ich kann es zwar, aber nicht so wirklich klasse, wenn ihr wirklich gut mit Photoshop und Autofarben ändern seid, helft mir doch mal aus, schickt mir doch mal eine Message auf Facebook. Ich poste das Bild auch gerne in ein Video und so und mache ein bisschen Werbung für dich. Kein Problem. Ich muss einfach irgendwie herausfinden, welche Farbe der Felgen und welche Außenfarbe zusammenpasst. Wie gesagt, gelb wäre ganz geil oder sowas wie der Focus ST, den ich vorher hatte. Oder eine Kombination, vielleicht mit einem Design, so Military Look. Entweder ein rundes Design, Military Look, aber mit Gelb und Orange drin und Gold drin. Oder so New Edge mit eckigen Militärdesign. Also nicht die runden Flächen, so Tupfer oder Tropfen, sondern halt eckig. Ne? Da gab es mal ein Design von einem BMW mit Blau, Weiß, so Winter Military Look, aber in eckig auf einem BMW. Guckt euch das mal an und dann wisst ihr, was ich meine. Ansonsten poste ich auch ein Bild davon jetzt. Ja, ansonsten muss ich jetzt die Reifen nach Hause fahren gehen, weil wir fahren nach Lörrach. Hab nämlich meine Brille dort bestellt. Einer hat ja gesagt, ich soll mir mal eine neue Brille holen. Ich bin eurem Ruf gefolgt. Nein, ich wollte sowieso eine neue Brille haben. Hab mir eine bestellt mit Gläsern, die sich halt automatisch tönen. Und das heißt, es ist eine Sonnenbrille mit normaler Brille in einem. Die möchte ich halt jetzt in Monaco auch anhaben. Ne? Das heißt, wir müssen die heute abholen gehen. Außerdem habe ich noch ein Buch bestellt und ja. Mehr darüber seht ihr dann, wenn ich die Brille abgeholt habe und dann könnt ihr mir ein Feedback geben. Ne? Also sieht ein bisschen anders aus, wird einen komplett anderen Look haben, denke ich mal. You tell me afterwards. Okay, also bis dann. Ciao. So, also ereignisvoller Tag heute. Wir waren einmal Reifen wechseln. Das heißt, ich habe die originalen Felgen noch, aber wieder Sommerreifen und Winterreifen geswitcht. Das heißt, Sommerreifen sind drauf. Dann waren wir in Lörrach bei Basel. Haben dort super gut Sushi gegessen. All you can eat für 12,90 € bei Oishi. Ja, also ist in Lörrach gleich im Zentrum da. Kann ich nur empfehlen. Wirklich sehr, sehr gut. Dann sind wir nach Freiburg gefahren. Also zwischendurch ein bisschen einkaufen natürlich. Hab meine Brille abgeholt in Lörrach. Tut mir leid, habe ich vergessen. Das ist die neue Brille. Ja. Werdet ihr sehen. Geile daran ist, jetzt sieht man nicht, weil es keine Sonne scheint, die Gläser tönen sich automatisch. Voll ganz cool, so ein bisschen Braunton, so ein bisschen wie die Brille. Finde ich mal was anderes, hatte ich noch nie gehabt. Aber mir gefällt es jetzt. Dann sind wir nach Freiburg gefahren. Dort habe ich ein interessantes Paar kennengelernt, was mir eventuell beim Folieren des Wagens helfen wird. Ja. Dazu später mehr. Da werde ich euch ein Update wieder geben, sobald ich ein bisschen mehr weiß und vielleicht ein paar Render danach habe. Aber wir haben uns ein paar Farben angeguckt, ein paar Ideen ausgedacht und das Ding wird, glaube ich, geil. Das heißt, die Felgen habe ich mehr oder weniger, glaube ich, auch jetzt ausgesucht. Muss ja nur mal gucken, dass wir die dann bestellen irgendwann.
Ja, das, dann waren wir bei Bauhaus, kann ich ja sagen, die spawnen mich ja nicht. Hab hinten eine ganze Tüte voll mit Autopflegezeug. Danke für die ganzen Tipps. Problem ist, ich muss irgendwo die ganzen Sachen finden. Also die hatten jetzt Nigrin als Beispiel, ja, bei Bauhaus. Und da habe ich halt ein paar Sachen gekauft und die werde ich halt einfach mal ausprobieren und gucken, ob das so das Auto sauber macht oder nicht. Wegen diesem Quieken oder Quietschen, das ist hinten ein paar Getränke, PET-Flaschen mit Plaste und so ein Scheiß. Ja. Ja, und auf dem Weg zurück gerade hatte ich endlich ein Stück Autobahn, was frei war. Ohne Speed Limit. Und wie ihr an meinem Grinsen erkennen könnt oder erahnen könnt, habe ich den Kleinen mal seinen ersten Freilauf gegönnt. Ja? Und das Ergebnis seht ihr jetzt. Also nicht als Video, sondern als Foto, weil ich habe halt nur die Kamera und die war halt nicht gemacht. Aber wir werden das wiederholen. No worries. Ja, aber das Foto vom Ergebnis seht ihr jetzt. Ja, ich bin auch zufrieden. Schön. Hat Spaß gemacht. Dann war noch ein kleiner, wie sagt man dann, kleiner. Da war Skoda Fabia RS. Kam im Rückspiegel angefahren. Und dem habe ich dann Platz gemacht. Ja. Der geht ganz gut, muss ich sagen. Ja, hat 180 PS aus 1,6 Litern. Aber der Skoda Fabia, der RS, der alte, den neuen gibt es ja nicht. Das ist ja ein Kompressor und ein Turbo. Ja. Soweit ich mich erinnere, der hat einen Kompressor und einen Turbo. Aus 1,6 Liter und dann 180 PS. Cooles Konzept. Ging auf jeden Fall auch sehr, sehr gut, muss ich sagen. Hab ihn dann am Ende doch noch überholt und ja, dann sind wir abgefahren. Ne? Und jetzt fahren wir noch ja, nochmal durch Lörrach durch, Basel durch und dann auf dem Weg nach Hause. Also, war wirklich ein cooler Tag heute gewesen. Welcome to Lörrach, ja, dankeschön. Und viele Informationen heute gesammelt, viel Spaß gehabt gerade eben bei der Autobahn-Etappe. Und ja, tut mir leid eigentlich um die 5000 Mücken und Fliegen, die ich gerade tot gemacht habe. Aber die Leute zwischen Freiburg und Lörrach werden es mir danken, dass die Mücken weniger zustechen, weil ich habe die einfach mal platt gemacht. So, ansonsten muss ich sagen, also die Geschwindigkeit 220 km/h mit einem Abarth ist schon Bombe, ey. Also das Auto ist wirklich sehr, sehr kompakt und sehr klein und für so eine Geschwindigkeit hammerhart, hammergeil. Also, danke für heute. Subscriben, liken, teilen und bis zum nächsten Mal. Ciao.